Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bedanken bei Jason for these flattering words. I told you, you shouldn't do it. Thanks, nevertheless. Gut, vielen Dank fürs Kommen und für die Bereitschaft, sich mit einem etwas sperrigen Thema auseinanderzusetzen. Ich werde schon versuchen, so in der zweiten Hälfte des Vortrags auch Ihr Bedürfnis, etwas über Hirnforschung zu lernen oder zumindest zu erfahren, etwas zu befriedigen. Aber es geht heute Abend im Wesentlichen doch um die Rechtfertigungsmöglichkeiten der Grundlagenforschung, also der Forschung, die primär interessengetrieben ist. Und ich habe mich diesem Thema genähert, Jason hat das schon erwähnt, weil uns der Max-Planck-Präsident vor Jahren gebeten hat, für die Gesellschaft, die sich ja ausschließlich mit der Grundlagenforschung befasst, ein Grundsatzpapier zu entwickeln, das uns helfen soll, um uns in der Gesellschaft zu positionieren als Institution, die horrende Summen an Steuergeldern verbraucht, um Wissen zu schöpfen. Das ist der Hauptzweck dieser Unternehmung. Warum, glaube ich, hatte ich im ursprünglichen oder auch in diesem im ursprünglichen Titel angegeben, dass Wissen wollen den Status einer moralischen Verpflichtung haben kann. Lassen Sie mich das kurz begründen. Lebewesen sind darauf angewiesen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Welt, in der sie sich entwickeln, zu verstehen, zu internalisieren, ein internes Modell dieser Welt zu erstellen, um dann, wenn irgendwelche Reize auftreten, adäquat reagieren zu können. Diese Modelle der Welt sollten möglichst zutreffend sein, damit die Handlungen, die programmiert werden, den gewünschten Erfolg haben. Alle Lebewesen müssen also ihre Sinnesorgane einsetzen, um Signale aus der Welt aufzunehmen und dann Modelle zu bauen, die die Verknüpfung dieser Signale nachbildet und dadurch die Tiere und auch die Menschen in die Lage versetzt, zutreffende Voraussagen zu machen, Probehandlungen zu entwerfen, um schon im Vorfeld adäquat reagieren zu können. Was sind die Wissensquellen für die Erstellung dieser Selbstmodelle oder der Modelle von der Welt? Das ist vor allen Dingen die Evolution. Es sind nur die Tiere übrig geblieben, die in der Lage waren, zutreffende Modelle der Welt zu entwerfen, die anderen sind ausgestorben. Durch diesen Selektionsprozess, Versuch und Irrtum, sind Gene übrig geblieben, die ihrerseits Nervensysteme programmieren, die das Wissen über die Welt gespeichert haben in ihrer Architektur, das die Tiere brauchen, um sich adäquat zu verhalten. Also schon wenn Mensch auf die Welt kommt, ist in der Architektur seiner Verschaltung des Gehirns ein ungeheures Maß an Vorwissen über die Welt gespeichert. Wir wissen von diesem Wissen nichts, weil wir nicht dabei waren, als es erworben wurde. Das haben unsere Vorfahren für uns erledigt. Aber wir besitzen dieses Wissen. Und um sich vorstellen zu können, wie das geht, muss man wissen, dass alles Wissen, das ein Gehirn gespeichert hat und auch die Programme, nach denen dieses Wissen angewandt wird, in der funktionellen Architektur der Verschaltung der Neuronen niedergelegt ist. Das ist ganz anders als in Computern, in denen es einen getrennten Speicher gibt, ein Rechenwerk, einen Programmspeicher, einen Datenspeicher. Im Gehirn gibt es nur Neurone und deren Verschaltungen. Und wie die miteinander verschaltet sind, wer mit wem spricht, ob erregend oder hemmend, ob stark gekoppelt oder schwach gekoppelt, das bestimmt die Funktionsweise von Gehirnen und bestimmt auch das Wissen, das in Gehirnen gespeichert ist. Diese Architektur wird natürlich in die Gehirne installiert über die genetischen Informationen. Jedes Mal, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, strukturieren die Gene die funktionelle Architektur des Gehirns. Das heißt, drücken das Wissen, das im Laufe der Evolution erworben worden ist, in der Architektur dieser Verschaltungen aus. Wir kommen also schon mit einem ungeheuren Schatz an Vorwissen über die mögliche Struktur der Welt in diese. Dieses Wissen wird dann vervollständigt im Lauf der Individualentwicklung durch Lernen, Probehandeln, Interaktion mit der Umwelt. Und auch diese Interaktion führt
solange sich das Gehirn noch entwickelt, und das dauert bei Menschen bis zum 25. Lebensjahr, zu einer Veränderung der genetisch vorgegebenen Architekturen. Es werden Verbindungen abgeschaltet, die nicht mehr benötigt werden. Es werden neue Verbindungen gebildet und die können in ihrer Wirksamkeit verstärkt und abgeschwächt werden. Und dieser Umbauprozess endet etwa im 20., 25. Lebensjahr. Und in dieser Zeit wird also die Architektur des Gehirns noch an die tatsächlich vorgefundene Welt angepasst. Es wird weiteres Wissen internalisiert. Und dann haben wir natürlich das Erfahrungswissen, das uns das ganze Leben lang ständig weiter bereichert. All dieses Wissen wird in der funktionellen Architektur des Gehirns niedergelegt. Nun hat sich im Laufe der kulturellen Entwicklung eine arbeitsteilige Gesellschaft entwickelt. Und diese hat einen Teil dieses Wissenserwerbs an Wissenschaftler delegiert. Sie könnten auch sagen, sie hat einen Teil dieses Wissenserwerbs an Künstler delegiert, die Fantasiemodelle der Welt entwerfen, damit auch neue Wirklichkeiten in die Welt bringen. Wir wollen heute Abend über die Wissenschaften reden, als ein Zweig unserer arbeitsteiligen Gesellschaft, dessen Hauptaufgabe es ist, Wissen zu erwerben, das benutzt werden kann, um zunehmend zutreffende Modelle der Welt zu entwickeln. Ist also eine Fortsetzung dessen, was Tiere auch immer schon gemacht haben, nämlich Wissen aus der Welt aufzunehmen, um überleben zu können. Wissenserwerb ist also eine Strategie, die dem Überleben dienlich ist. Es kommt aber noch eine weitere Konnotation dazu. Wir sind reflektierende, moralische Wesen und interferieren ständig mit der uns umgebenden Welt, indem wir intentional Handlungen vornehmen, die die Welt verändern, unsere Mitgeschöpfe, genauso wie die unbelebte Welt. Daraus erwächst die Verpflichtung, weil wir reflektierende Wesen sind, von Tieren würde man das nicht erwarten, etwas über diese Welt wissen zu wollen, um abschätzen zu können, was die Folgen dieser Handlungen sind. Es ist leicht nachvollziehbar, wer handelt, ohne zu wissen, was die Folgen dieser Handlung sein werden, handelt unverantwortlich, wenn nicht gar unmoralisch. Deshalb ist Wissen wollen für Individuen, in dem Fall für Menschen, die als moralische Wesen definiert werden können, eine Verpflichtung. Nun ist das Problem, dass das Wissenwollen ständig zu ethischen Konflikten führt. Die Aktivität der Wissenschaftler, aber auch aller anderen Neugierigen, die für ihr Tun remuneriert werden, also belohnt werden, nehmen irgendwelche Ressourcen in Anspruch. Man kann nicht seinen Tag zubringen mit Experimenten und dem Sammeln von neuen Erkenntnissen und sich gleichzeitig ums Überleben kümmern und Kartoffeln anbauen. Das heißt, wir nehmen Ressourcen in Anspruch, die auch für andere Zwecke benutzt werden könnten. Wir bauen Radioteleskope, die Milliarden kosten. Wir schießen Raketen ins All, die Milliarden kosten. Warum? Einfach nur, um mehr über die Welt, in die wir hineingeboren worden sind, in Erfahrung zu bringen. Und diese Ressourcen fehlen natürlich zum Beispiel für die Entwicklungshilfe in Drittländern. Es ist also schon bei der Verteilung der Ressourcen, sind ethische Konflikte zu berücksichtigen, die auch ständig verhandelt werden müssen. Dann kommt ein ganz besonderes Problem in den Lebenswissenschaften dazu. Wenn man etwas über die Bedingtheiten des Lebens in Erfahrung bringen will, dann muss man lebende Organismen untersuchen. Daran führt kein Weg vorbei. Die lassen sich nicht simulieren, solange man sie nicht verstanden hat. Bei der Untersuchung dieser Lebewesen, und das ist die ganz große Problematik der Tierversuchsethik, von der sie ständig Unterschiedliches lesen, von das ist alles völlig sinnlos, bis ohne das gäbe es keine moderne Medizin, fügt den zu untersuchenden Lebewesen Schaden zu. Der kann sehr gering sein, das kann aber auch der Vorsatz sein, diese Tiere nach Beendigung der Messung zu töten. Oder es kann im Verlauf der Messung auch zur Beschädigung dieser Lebewesen zu Leid führen. Man versucht das so gut es geht zu minimieren. Gibt es sehr strenge Gesetze, die vorschreiben, dass
schmerzhafte Eingriffe grundsätzlich nur in Vollnarkose oder in Anästhesie durchgeführt werden dürfen, nach ähnlichen Kartellen, wie das in der menschlichen, in der Humanmedizin der Fall ist. Aber es gibt Bereiche, wie in der Schmerzforschung zum Beispiel, wo es unvermeidlich ist, wenn man die Mechanismen erforschen will, die Schmerz erzeugen, das Gefühl von Schmerz, dass man den Tieren Schmerz zufügt. Das geht nicht anders. Da bemüht man sich zwar, möglichst schwellennah zu arbeiten, sodass es kein unüberwindlicher Schmerz ist, sondern ein Schmerzreiz halt, aber es lässt sich anders nicht machen. Weil diese Forschung stattgefunden hat und immer noch stattfindet, haben wir relativ wirksame Schmerzbekämpfungsmethoden entwickelt inzwischen. Dann gibt es natürlich das ständige Problem des Missbrauchs von Wissen. Wissen ist zunächst wertneutral. Vor allen Dingen, wenn es in der Grundlagenforschung erworben wird, wo man vorher nicht wirklich ein genaues Ziel hinsichtlich der Anwendung hat. Nun hat man aber das Wissen und wie Sie alle wissen, kann das ganz unterschiedlich verwendet werden. Man kann damit Bomben bauen, man kann damit aber sehr Heilbringendes tun. Das ist die Dual-Use-Problematik, die alle Wissenschaftsgesellschaften für sich lösen müssen. Und auch in der Präambel der Max-Planck-Gesellschaft steht zum Beispiel drin, dass jeder einzelne Wissenschaftler verpflichtet ist, sich dieser Problematik zu stellen und immer abzuwägen, wozu das, was er entdeckt hat, letztlich gebraucht werden kann und missbraucht werden kann und dem vorzubeugen, soweit es möglich ist. Es zeichnet sich schon ab, dass die Lösung ethischer Konflikte ein schwieriger Prozess sein wird und einer ständigen Justierung bedarf. Eine ständige Gegenüberstellung von Meinungen, von Überzeugungen und von Variablen, die bewertet werden müssen. Das erfordert einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Sie alle legen fest, was Wissenschaft darf. Das ist ein demokratischer Prozess und wird diese Meinung, diese kollektive Meinung wird dann in Gesetze gegossen und ist dann für alle verbindlich. Wir haben zum Beispiel einen Konsens darüber, welche Grenzen grundsätzlich nicht überschreitbar sind, wo jedes Argument hinsichtlich des Nutzens eines Wissenserwerbes hinfällig wird. Das ist die Zufügung von Qualen, das intentionale Quälen von Lebewesen, die Zufügung von Leid. Ausgenommen davon ist zum Beispiel der schmerzlose Tod, das Einschläfern oder ein Experiment, das keinen erkennbaren Schmerz bei dem Tier erzeugt, wenn es auch sein Leben begrenzt. Aber wir haben diesen Konsens nicht überschreitbarer Grenzen. Dann muss im Einzelfall jedes Mal abgewogen werden, was der mögliche Nutzen eines Erkenntnisgewinnungsprozesses ist, sprich eines Tierexperimentes zum Beispiel, und was der mögliche Schaden sein wird. Und das ist eine außerordentlich schwierige Abwägung. Einmal, weil schon sehr wenig miteinander vergleichbare Variablen auf die Waagschalen gelegt werden müssen. Da ist auf der einen Seite der kaum quantifizierbare Nutzen einer Erkenntnis, weil man im Augenblick des Erkenntnisgewinns meistens nicht weiß, wozu das letztlich gut sein wird. Auf der anderen Seite steht der Schaden, der ebenfalls beurteilt werden muss. Und da ist das Problem, dass wir Menschen mit unserer anthropozentrischen Sicht auf Tiere festlegen müssen, was wir glauben, was der Schaden für die Tiere wäre. Das heißt, wir müssten uns eigentlich in die Psyche dieser Tiere versetzen können, um ermessen zu können, wie stark sie unter einem ganz bestimmten Experiment leiden, wie stark die soziale Isolierung für die oder wie schädlich sie ist, ob es überhaupt empfunden wird. Wir müssen versuchen rauszukriegen, ob es für eine Tiergemeinschaft ein großes Problem ist, wenn plötzlich ein Mitglied fehlt, weil es in einem Versuch, genommen worden ist. Und wir schließen bei all diesen Versuchen zu erwägen, wie groß der zugefügte Schaden ist von uns auf Lebewesen. Und das ist ein ganz großes erkenntnistheoretisches Problem. Der amerikanische Philosoph Nagel hat gesagt, es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. It is impossible to imagine how it feels to be a bat. Er hat einen langen Traktat darüber geschrieben. Und das ist in der Tat so, weil wir wissen, dass Reaktionen, die Tiere
erzeugen, von denen wir überzeugt wären, das sind Reaktionen auf große Schmerzen, mitunter völlig andere Motive haben können. Es ist also sehr, sehr schwierig herauszufinden und seinerseits ein Gegenstand von Grundlagenforschung zu ermessen, welchen Schaden wir eigentlich zufügen. Wir haben also einen Abwägungsprozess zu bewältigen, in dem die Variablen auf beiden Seiten der Waagschale massiv unterbestimmt sind. In der Regel hilft man sich in diesen Fällen damit, dass man, um zumindest die linke Seite der Waagschale, also da, wo der Nutzen aufgewogen wird, utilitaristischer Begründungen bedient. Das machen wir ständig, wenn wir Forschungsanträge stellen um Forschungsgelder. Und wir machen das auch, wenn wir Tierversuche ethisch rechtfertigen müssen. Da wird von uns verlangt, vom Gesetzgeber oder vom Geldgeber, dass wir begründen im Detail, wozu das, was wir jetzt erforschen werden, gut sein wird. Das ist im Prinzip unmöglich. Denn wenn ich vorher schon weiß, was ich finden werde und angeben kann, wozu das dann gut sein wird, dann brauche ich es eigentlich gar nicht mehr machen. Dann weiß ich es fast schon. Das heißt, je besser die Grundlagenforschung ist, umso weniger sollte ich, bevor ich eine Frage experimentell angehe, wissen, was das Ergebnis sein wird. Und gerade Institutionen, die sich qualitativ sehr hochwertiger Grundlagenforschung verpflichtet fühlen, wie die Max-Planck-Gesellschaft, finanzieren eine Fülle von Projekten, von denen keiner angeben kann, ob sie je und wenn überhaupt, in welchem Zeitraum sie irgendwelche nutzbringenden Anwendungen finden werden. Das heißt also, wir machen meistens unredliche Begründungen, wenn wir Forschungsgelder einwerben wollen und wenn wir Erlaubnisse haben wollen von Ethikkommissionen für das, was wir tun. Natürlich sagen wir, solange wir das Gehirn nicht verstanden haben, werden wir nicht in der Lage sein, die großen Geisteskrankheiten kausal zu therapieren, denn man kann nicht kausal etwas therapieren, was man nicht verstanden hat. Wir haben es noch nicht verstanden und unser Beitrag wird jetzt ein kleines Mosaiksteinchen hoffentlich auf dem Weg eines vertieften Verständnisses sein. So geht dann die indirekte Argumentationskette, aber steht am Ende immer eine Begründung, dass das zur Bekämpfung einer bestimmten Krankheit oder zur Verbesserung der Lebensqualität oder zur Voraussage der Klimaänderung oder irgend sowas gut sein wird. Alles das muss man mit Grano Salis betrachten, weil es im Prinzip nicht möglich ist. In den allermeisten Fällen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, warum es auch eine moralische Verpflichtung ist für die Wissenschaftler, das, was sie tun, öffentlich zu machen. Und das ist ein Teil dieses Unterfangens heute Abend. Ich hatte schon gesagt, ethische Konflikte können nur durch einen kollektiven Diskurs gelöst und angegangen werden. Es ist aber so, dass die Teilnehmer an so einem Diskurs einsichtig sein müssen. Sie müssen kompetent sein. Sie müssen beurteilen können, worum es geht. Das heißt also, die Experten haben die Pflicht, sich mitzuteilen und die Gesellschaft insgesamt hat die verdammte Pflicht, sich zu informieren. Nur dann wird die Verantwortung erfüllt, an einem ethischen Diskurs teilnehmen zu können. Das Problem ist aber die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Tiefe, die notwendig wäre, um ein ethisches Urteil fällen zu können. Und hier fangen die Probleme an. Schon einmal Probleme der Vermittlung. Also in dem Fall zum Beispiel mein Problem. Was uns meistens abgeht, ist die Fähigkeit, die Perspektive des Auditoriums zu übernehmen. Wir sind alle Experten, professionell deformiert und wir haben sehr viel Vorwissen im Kopf, von dem wir annehmen, dass es jeder teilte. Nun ist es aber so, und das kann man neurobiologisch begründen, und wenn ich genug Zeit habe, mache ich das noch ein bisschen am Ende, dass man nur in der Lage ist, wahrzunehmen, was mit dem, was man schon an Vorwissen im Kopf hat, einigermaßen zusammenpasst. Wenn das überhaupt nicht passt, dann kann man manches überhaupt gar nicht wahrnehmen, geschweige denn es verstehen. Also schon die Wahrnehmung von bestimmten Argumenten setzt Vorwissen voraus. Und
was wir sehr oft tun, ist, man nennt das dann Hidden Agenda. Wir erzählen nicht mit, was die Voraussetzungen sind, die man haben muss, um zu verstehen, was da erklärt wird. Und dann kommt es zu Missverständnissen, zwangsläufig. Dann ist es so, dass wenn man über die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Welt spricht, man über Fakten reden muss. Nicht über Pseudofakten und nicht über alternative Fakten, sondern über Fakten und nicht über Überzeugungen. Und das lässt wenig Platz für Rhetorik. Das heißt also, unsere Vorträge sind notgedrungen öde. Da ist wenig Spielraum für populistische Rhetorik, für Reklame, wenn man es redlich macht, weil man sich an die Fakten halten muss. Weshalb sich viele Politiker dann eben nicht an die Fakten halten. Dann gibt es noch etwas, was der Wissenschaft eigen ist, das ist der methodische Zweifel. Wissenschaftler werden dazu erzogen, wenn sie etwas behaupten, das im nächsten Satz in Frage zu stellen. Ja, aber es könnte aber auch anders. Und mit möglichen Alternativen zu kommen, die dann im Experiment ausgeräumt werden, indem man Kontrollversuche macht. Aber man muss das immer mitdenken. Das erzeugt sehr schnell bei jemandem, der das nicht gewohnt ist und das hört, Misstrauen. Ja, ist das jetzt so oder warum zögert der so oder die so? Also dieser methodische Zweifel erzeugt im Auditorium oft Misstrauen und das zusammen mit dem Problem, dass Fakten rhetorisch nicht wirklich ausschmücken zu können, führt dann zu Langeweile. Und dann verliert der Experte die Resonanz bei den Partnern, die er eigentlich braucht, um in einen verantwortungsvollen ethischen Diskurs zu gehen. Dann kommt das weitere Problem dazu, dass auch die Vermittlung von Fakten natürlich immer ein gewisses Maß an Interpretation beinhaltet, weil aus dieser Fülle von Evidenzen, die man erzählen kann, immer eine Auswahl getroffen werden muss. Wieder das Hidden Agenda Problem, der Experte denkt sich den Rest dazu, aber er kann nicht voraussetzen, dass die anderen das haben. Das heißt, oft fehlt die kontextuelle Einbettung beim Zuhörer. Und man wird sich all dieser Probleme in der Regel nicht gewahr. Das passiert und führt dann zu Missverständnissen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ohne Vorwissen gibt es kein Erkennen und kein Verstehen. Das ist klar. Man kann eine fremde Sprache nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was die Worte bedeuten und wie die Syntax ist. Dann erschließt sich einem auch die Semantik nicht. Und das ist wie bei der Wahrnehmung. Nun ist das Vorwissen, das man oft braucht, sehr theorielastig, auf Modellen beruhend, die man kennen muss, wenn man das neu vermittelte Wissen einordnen können möchte. Und diese Modelle und Theorien sind oft so abstrakter Natur, vor allen Dingen, wenn Sie an mathematische Konstrukte denken, dass selbst Experten aus anderen Disziplinen die nicht mehr nachvollziehen können. Und dann kommt noch ein weiteres Problem dazu, das vor allen Dingen mit der modernen Wissenschaft zu tun hat. Die hat sich in Domänen hineinbewegt, die aufgrund ihrer Komplexität für uns intuitiv nicht mehr fassbar sind. Unsere Kognition hat sich angepasst an die Welt, in der sich Leben entwickelt hat. Das ist der mesoskopische Bereich zwischen ein paar Millimetern und ein paar Metern. Das ist die Welt, in der wir uns ständig bewegen. Für diese Welt, in der die Gesetze der klassischen Physik vorwiegend gelten, haben wir kognitive Mechanismen entwickelt, um sie zu interpretieren. Da haben wir auch das Vorwissen, um einigermaßen in der Lage zu sein, die Gesetze, die diese Welt regieren, zu verstehen. Aber wir wissen inzwischen, dass es darüber und drunter noch riesige Welten gibt, die uns intuitiv überhaupt nicht erfassbar sind, weil wir die kognitiven Schemata dafür nicht haben, das notwendige Vorwissen nicht da ist, unser Gehirn nicht dafür gebaut ist, sich sowas vorzustellen. Und das ist Ihnen klar, wenn Sie an die Quantenwelt denken, da passieren Sachen, die sind kontraintuitiv, nicht nachvollziehbar, nicht vorstellbar. Und das Gleiche gilt für die Astrophysik. Was sagt uns das, dass sich da irgendetwas in einen unendlichen Raum hinein bewegt oder dass vor dem Urknall die Zeit nicht definiert war? Und solche Aussagen sind umgangssprachlich auf jeden Fall völlig sinnlos.
Und doch wird darüber gesprochen und wird in formalen Sprachen damit umgegangen, insbesondere mit der Mathematik. Also, nachdem nicht alle alles wissen können, aber alle am ethischen Diskurs teilhaben müssen, muss etwas aufgebaut werden, was man am besten mit Vertrauen umschreibt. Es muss dem jeweiligen Experten in gewissem Maße vertraut werden. Und das gilt jetzt nicht nur für Laien und Experten, sondern das gilt auch für Experten untereinander. Ein Neurobiologe muss dem Physiker vertrauen, dass das, was er sagt, soweit er das begreifen kann, zutreffend ist und dass er redlich ist. Und umgekehrt, weil ja alle an diesen ethischen Fragen mitdiskutieren müssen, denn jeder muss seine Stimme abgeben, wenn gewählt wird, wenn Gesetze geändert werden. Nachdem aber nicht mehr alle alles wissen können, und das schon längst nicht mehr, muss Vertrauen da sein. Und dieses Vertrauen, das muss gepflegt werden, sonst kann es sich nicht einstellen. Das fängt nun auf jeden Fall mit der Kommunikation an. Und Abende wie diese sind so ein Versuch, an diesem Vertrauenserwerb zu arbeiten. Dann ist natürlich ganz wichtig die Redlichkeit. Jeder, der spricht, muss versuchen, so redlich wie möglich zu sein. Wenn ich zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin gehört, ich habe Medizin studiert, dann höre das von Menschen, die sich sehr stark in diesen ethischen Diskurs einmischen, behauptet wird, was man in Tierversuchen an Erkenntnissen gewinnt, lässt sich auf den Menschen nicht übertragen, dann ist das einfach eine unredliche Aussage und widerspricht allen Wissen über die Kontinuität der Evolution und auch allem Erfahrungswissen. Wir wissen, dass die Antiepileptika, mit denen wir zurzeit umgehen, an Schnecken entwickelt worden sind. Also wir brauchen Redlichkeit und wir brauchen Transparenz, und das trifft vor allen Dingen uns. Wir müssen hinausgehen und erzählen, was wir in den Labors machen, und nicht den Eindruck erwecken, es wird hinter verschlossenen Türen irgendwas gezaubert. Und dann besteht ein gewisses Maß an Hoffnung, dass wir diese sehr diffizilen ethischen Probleme gemeinsam so regeln können, dass einerseits die Verpflichtung zum Wissenserwerb, und ich habe begründet, warum wir da verpflichtet sind, das zu tun. Einmal ist es überlebensnotwendig und zum anderen ist es eine Frage der Verantwortlichkeit, wissen zu wollen, wenn man handelnd in die Welt eingreift. Um dieses Problem ständig zu diskutieren, nachzujustieren und optimale Kompromisse zu finden. Und damit habe ich Ihnen die wichtigste Begründung dafür gegeben, warum Wissenschaft sich erklären muss. Und wir haben hier eine große Bringschuld, die wir nicht einlösen. Das ist ganz sicher so. Wir reden zu wenig über das, was wir tun. Wir versuchen zu wenig, das so zu erklären, dass es auch verstanden werden kann. Und wir brauchen da Hilfe. Wir können das nicht alle alleine machen, denn man kann nicht gleichzeitig im Labor stehen und Reden halten. Wir brauchen Vermittler, und das sind die Wissenschaftsjournalisten. Und die müssen viel, viel besser ausgebildet sein, als das im Augenblick der Fall ist. Die Medien schrumpfen. Und die müssen fast alles können, was wiederum unmöglich ist. Ja, jetzt komme ich dann ein bisschen mehr zu den Inhalten. Es gibt nämlich noch weitere ethische Dilemmata, jenseits aller Nützlichkeitserwägungen. Wie schwierig die zu behandeln sind schon, hatte ich Ihnen gerade erläutert. Aber vielleicht kann man sagen, es kommt sogar noch schlimmer. Denn Wissenschaft verändert natürlich unsere Sicht auf die Welt und uns selbst. Denken Sie an die kopernikanische Wende, plötzlich waren wir nicht mehr im Mittelpunkt der Welt. Denken Sie an Darwin, plötzlich war man mit so Feldtieren verwandt. Also naturalistische Erklärungen, und das sind wissenschaftliche Erklärungen, die verschieben die Grenzen zur Metaphysik. Je mehr wir wissen, umso weiter schiebt sich die Grenze zur Metaphysik hinaus. Das heißt nicht, dass wir insgesamt mehr verstehen, denn wenn man in diesem Volumen des Wissens die Grenzen nach außen schiebt, dann wächst die Oberfläche quadratisch. Also es wird auch immer mehr nicht gewusst. Das heißt, wir wissen nur, was wir alles nicht wissen, indem wir diesen Prozess immer weiter treiben. Aber auf jeden Fall wird die Grenze zur Metaphysik verschoben. Kein Mensch wird heute noch, wenn es blitzt und donnert,
einen Tor postulieren wollen, der da Blitze schmeißt und dann hinterher in die Hände klatscht, damit es donnert. Die Frage ist nur, wie weit dürfen wir mit diesem Unterfangen gehen? Wollen wir uns diesen Zumutungen aussetzen? Und gerade die Hirnforschung kommt die letzten Jahrzehnte mit großen Zumutungen auf uns zu. Ich werde ein bisschen was davon erläutern, was dem narzisstischen Selbstbild, das wir haben, was das Selbstmodell als autonome, intentionale Agenten doch wesentlich modifiziert. Und das hat dann wieder Rückwirkungen auf unser Strafrecht und auf unser Menschenbild insgesamt. Die Frage ist, wollen wir uns dem aussetzen oder wollen wir einfach die Augen zumachen und sagen, wir lassen es, wie es ist. Könnten wir ja auch. Es gibt auch solche Strömungen. Also jetzt ein bisschen mehr zur Hirnforschung. Wie Sie sicher alle ständig gelesen haben, gibt es multiple Berührungsflächen zwischen dem, was die Hirnforschung treibt und den Ergebnissen, die sie zutage fördert, und philosophischen Positionen. Wir diskutieren sehr viel mit Erkenntnistheoretikern, also Epistemologen, über die Frage, wie objektiv die Erkenntnis ist, die wir als Menschen von der Welt haben können. Also eine genuin philosophische Fragestellung, wie real ist das, was wir da wahrnehmen. Das hat die Philosophen ja Tausende umgetrieben. Jetzt bietet die Neurobiologie erste Lösungen zu dieser Frage. Und die sind unangenehm. Die sagen, nein, die Welt ist möglicherweise ganz anders, als wir sie wahrnehmen. Sie ist konstruiert von uns. Sie ist auf der Basis von Vorwissen, das in hohem Maße idiosynkratisch ist, erstellen wir unsere Wahrnehmung. Und ich bringe Ihnen dann ein Beispiel. Das mag nicht jeder gerne hören, weil uns erst anmutet, die Welt sei so, wie sie uns unmittelbar erscheint. Und wir glauben das dann auch und machen das zur Grundlage unserer Handlungen. Dann gibt es diesen interessanten Diskurs über das Leib-Seele-Problem. Irgendwie muss der Neurobiologe irgendwann erklären, wie aus den materiellen Wechselwirkungen zwischen Neuronen und auch Gliazellen im Gehirn immaterielle Wirklichkeiten entstehen. Psychische Phänomene, Gedanken, also Bewusstsein, etwas, was man nicht anlangen kann. Etwas, was offenbar in einer anderen ontologischen Dimension existiert. Dann ist die große Frage, wie konstituiert sich in diesem Organ das intentionale Ich? Also wo sitzt dieses selbstbestimmte, entscheidende, wahrnehmende Ich? Wie kommt das zustande? Auf der Basis von neuronalen Wechselwirkungen. Aber wie? Und dann kommt natürlich die knifflige Frage, die mit der vorhergehenden in Verbindung steht. Wie frei sind wir dann eigentlich in unserem Tun, wenn alles das, was wir sind, die Folge von neuronalen Wechselwirkungen ist und die ihrerseits den Naturgesetzen gehorchen, und das tun sie, und in denen ist nur das Kausalprinzip eine ganz unumstößliche Tatsache. Also wenn ein gewisser Zustand die notwendige Folge des jeweils vorausgegangenen Zustands sein muss und der jetzige Zustand zum Beispiel eine Entscheidung ist, dann war die bedingt durch das, was gerade vorher passiert ist. Ich komme vielleicht noch mal drauf zurück. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben. Mein Zug ist erst um 11. Also, lassen Sie mich das erste Problem mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wo die neurobiologische Forschung, die den Menschen aus der dritten Person Perspektive anschaut, also nicht durch Introspektion und Meditation und Selbsterfahrung, sondern durch Experiment, das nach außen gewendet ist. Und da sind enorme Konflikte entstanden zwischen dem Selbstverständnis, das wir von uns haben, dem intuitiv Erworbenen, und dem, was die Neurobiologie behauptet. Uns kommt vor, irgendwo in unserem Gehirn würde eine zentrale autonome Instanz residieren. Das wäre der Ort oder die Instanz, die bewertet, wahrnimmt, entscheidet, koordiniert, Handlungen initiiert und kreativ ist. Also all das, was wir mit unserem bewussten Ich in Verbindung bringen. Und das denkt man sich irgendwie so irgendwo da drin. Und die ganze abendländische Geistesgeschichte ist immer davon ausgegangen. Unabhängig davon, ob die jetzt an eine unabhängige Seele geglaubt haben oder ob
dass die geistige Dimension aus den materiellen Wechselwirkungen kommt, wie die alten Stoiker. Aber immer hat man im Gehirn irgendein Zentrum postuliert, in dem alles zusammenläuft. Das ist einfach intuitiv plausibel. Wenn so vieles zusammengebunden werden kann, dann muss es ja auch an einem Ort zusammengebunden werden. Und das ist hier eine Zeichnung von Descartes, der hat das Pinealorgan dafür sich ausgesucht. Der suchte nach einer Struktur, die nur einmal vorkommt im Gehirn. Klar, hat sich Kuhgehirne aus Schlachthäusern bringen lassen von seinen Studenten. Und die haben die so ungeschickt rausgenommen aus dem Schädel, dass die Hypophyse, die auch nur einmal vorkommt im Gehirn, immer abgerissen ist. Die hat er nie gesehen. Und dann hat er sich auf die Epiphyse kapriziert. Wir wissen heute, dass die mit der Regulierung der zirkadianen Rhythmik, also des Tag-Nacht-Rhythmus, zu tun hat und im Alter verkalkt. Das, was die Wissenschaften aus der dritten Personenperspektive zutage fördern, ist nun radikal verschieden. Und das zeige ich Ihnen mal an einem kurzen Beispiel. Es gibt überhaupt keinen Hinweis dafür, dass im Gehirn eine übergeordnete Instanz regierte, irgendein Dirigent, der das ganze Orchester beisammen hält. Es gibt keinen Beobachter, keinen Beweger, keinen Entscheider, sondern wir haben ein extrem distributiv organisiertes System vor uns, das sich selbst organisiert. Viele kennen diese Bilder, das ist ein Blick auf eine Hirnhälfte. Farbig eingezeichnet sind verschiedene Hirnrindenareale. Wir haben so ungefähr auf jeder Seite 120 von denen. Die lassen sich durch kleine anatomische Merkmale voneinander unterscheiden, funktionieren aber alle nach hübsch den gleichen Prinzipien, weil sie intern ganz ähnlich verschaltet sind. Und je nachdem, was sie für Informationen zugespielt bekommen, befassen sie sich mit dem Sehen oder mit dem Hören oder mit der Repräsentation des Körperschemas und so weiter. Und die sind nun alle untereinander auf ganz interessante Weise verschaltet. Und das sehen Sie hier. Das ist jetzt aus dem Affengehirn, dem unseren nicht sehr unähnlich, bloß alles noch ein bisschen kleiner und nicht so ganz so komplex. Hier ist zum Beispiel die primäre Sehrinde, wo die Information von Augen ankommt. Und dann sind hier ganz viele rote Punkte, die stehen jetzt für diese Areale, die Sie gerade gesehen haben. Und diese weißen Linien, die stehen für massive Nervenverbindungen. Millionen und Abermillionen von Fasern, die zwischen den Nervenzellen, die hier in diesen Regionen liegen, hin und her ziehen. Und Sie sehen, dass das fast alles reziprok ist. Wer sendet, kriegt vom Empfänger zurück und sehr distributiv organisiert. Also wenn Sie sich hier drin auskennen, dann können Sie mit einmal umsteigen von jedem Punkt, von jeder Zelle zu jeder anderen gelangen. Es ist ein unglaublich stark vernetztes System. Es sind 70% aller möglichen Verknüpfungen sind tatsächlich realisiert. Also es ist ein Komplexitätsgrad, den man sich nicht vorstellen kann. Stellen Sie sich vor, man hat 10 hoch 11 Neurone in dieser Großhirnrinde, also mit 10 mit 11 Nullern. Und jede von denen redet mit 10.000 bis 20.000 anderen, die nah dran liegen können oder weit weg. Und dann kommen solche Netzwerke zustande. Das hat man auch beim Menschen. Man kann heutzutage mit nicht-invasiven Verfahren sehr schön die Faserverläufe im menschlichen Gehirn darstellen mit der strukturellen Kernspintomographie. Und dann sieht man ein ähnliches Gewirr. Ich mag dieses Bild so gern, weil es so schön ist. Es ist natürlich die Frage, wenn es kein singuläres Zentrum gibt, wo entstehen denn dann die Wahrnehmungen, die Entscheidungen, die Pläne? Wer kontrolliert denn das Ganze? Wo ist das wollende Ich in dem System? Und da mache ich jetzt ein Gedankenexperiment mit Ihnen. Das hier ist das Verschaltungsdiagramm der Hirnrindenareale, die sich mit dem Sehen, dem Tasten, dem Hören befassen, in einem Katzenhirn. Ist wieder ganz ähnlich aufgebaut. Jetzt sind die schwarzen Punkte hier stehen für Hirnrindenareale, die hat halt sehr viel weniger, die sich mit dem Sehen befassen, als der Primat. Wir haben etwa 30, die hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Und dann gibt es hier noch Areale, die gehören zum limbischen System und die nehmen die emotionale Bewertung dessen vor, was hier ausgerechnet wird oder erkannt wird. Wir stellen sich vor, so ein System wird mit einem polymodalen Objekt konfrontiert. Ich rede oft über den bellenden Hund. Sie sehen das Tier,
Da werden Myriaden von Nervenzellen in diesen Arealen aktiv, von denen jede einzelne ein ganz bestimmtes Merkmal von diesem Tier kodiert. Ein bestimmtes Formmerkmal, bestimmte Größenmerkmal. Was hat so ein Hund auszeichnet? Ganz viele Merkmale. Dasselbe passiert, wenn man sein Fell betastet im Tastsystem und wenn er bellt mit den Nervenzellen im Hörsystem. Und die, alle diese Zellen kodieren jetzt nur irgendwelche Teilaspekte, winzige Merkmale von diesem ganzen Objekt. Gleichzeitig wird hier oben, was in Wirklichkeit in der Tiefe des Gehirns stattfindet, ausgerechnet, ob das jetzt ein aggressives Tier ist, ob man Angst haben muss oder ob man darauf zugehen kann. Also die emotionale Bedingung wird hier herausgearbeitet und bestimmt dann die weitere Handlung. Und jetzt kommt die Frage auf, wo ist der Hund repräsentiert in dem System? Was Sie hier sehen, sind wieder diese reziproken Verbindungen zwischen den Nervenzentren hier, den Knoten, beziehungsweise den einzelnen Nervenzellen, die hier drin liegen. Stellen Sie sich jede Linie hier vor als ein Kabel von ein paar Millionen Fasern. Und die Antwort ist, es gibt keinen Ort, auf dem man zeigen könnte, wo dieses Tier repräsentiert sein könnte. Es ist keine Pyramidenstruktur, an deren Spitze dann irgendwie eine Repräsentation ist, sondern es ist eine raumzeitliche Wolke, die extrem komplex ist, die sich in der Zeit auch noch verändert. Und das ist die nicht weiter reduzierbare Beschreibung der neuronalen Repräsentation dieses sehr konkret wahrgenommenen Objektes. Eine raumzeitliche Wolke in unserem Gehirn und uns erscheint es als ein solider, identifizierbarer, bellender, freundlicher Hund. So, das ist das Niveau von Erklärungen, das wir anbieten können. Ist nicht sehr befriedigend. Die Frage ist jetzt, wie geht denn das? Wie kann man das zusammen, wie weiß das Gehirn, was da zusammengehört? Es könnte ja auch noch eine Katze gleichzeitig da sein. Die würde dann auch wieder so eine Myriadenwolke erzeugen, die sich gegenseitig durchdringen, müssen aber auseinandergehalten werden. Und das ist das sogenannte Bindungsproblem, das da angesprochen wird. Und das kann man sich ein bisschen veranschaulichen, wenn Sie sich das anschauen. Wenn Sie da lang genug hinschauen, werden Sie 7 Pferde entdecken. Das hier ist das Einfachste. Was Sie da tun müssen, bevor Sie überhaupt anfangen können, rauszukriegen, was das ist, Sie müssen die richtigen Merkmale mit den richtigen verbinden. Also diese weiße Fläche mit der schwarzen, aber ja nicht mit dieser schwarzen, ausgearbeiteten Wiesenfläche. Sie müssen also nach ganz bestimmten Regeln, und da kommt jetzt Ihr Wissen über die Welt ins Spiel, zusammenbinden, was zusammengehört und getrennt halten, was getrennt gehört, um rauszukriegen, dass hier eine Figur ist, die vom Hintergrund abtrennbar ist und dass es sich bei der Figur um ein Pferd handelt. Ähnlich muss das im Gehirn zugehen. Auch da müssen die Neuronen sortiert werden. Es muss immer zu jedem Moment klar sein, wer gehört jetzt gerade zu wem. Weil ja die Neuronen entweder für den Hintergrund kodieren oder für dieses Pferd oder für jenes Pferd. Aus Gründen der Zeit gehe ich jetzt da nicht so sehr ins Detail, aber sage Ihnen nur, dass ein sehr wahrscheinlicher Mechanismus, um dieses Zusammenbinden zu machen, darauf beruht, dass Neuronen, die für den gleichen Inhalt kodieren, zeitlich synchron aktiv werden. Ist noch ein bisschen komplizierter als das. Die oszillieren, also die schwingen alle. Und jetzt brauche ich in dritter Hand. Und Neuronen, die sich mit dem gleichen Inhalt, Objekt oder Gedanken oder Wort befassen, also mit einem kognitiven Objekt, die sorgen aufgrund der Selbstorganisationsmechanismen im Gehirn und aufgrund des schon gespeicherten Vorwissens, das in der Architektur liegt, ich hatte Ihnen das erklärt, werden die im Gleichtakt schwingen für eine gewisse Zeit. Ein paar hundert Millisekunden, mehr ist das nicht. Und das ist dann für das ganze restliche Gehirn das Signal, die gehören gerade jetzt zusammen. Müssen Sie sich also das Gebundensein vorstellen als in der Zeit zusammen sein. Nicht im Raum zusammen sein, sondern in der Zeit. Die sind dann gleichzeitig aktiv. Das hat die Natur natürlich schon ziemlich früh rausgekriegt, dass das ein gutes Bindungsprinzip ist, weil alle Lernregeln, die die Kopplungen zwischen den Neuronen verändern in Abhängigkeit von Aktivität, die beruhen auf der
Bewertung zeitlicher Kontingenzen. Wenn also zwei Ereignisse gleichzeitig stattfinden, ist intuitiv sehr plausibel. Ich bräuchte jetzt wieder die dritte Hand, um mit zwei Händen zu schnipsen. Wenn etwas gleichzeitig passiert, tak, tak, dann wird das automatisch zusammengebunden. Das gehört irgendwie zusammen, weil es statistisch verbunden ist. Oder wenn A dauernd vor B passiert, hat man die Tendenz, eine Kausalbeziehung zu subsumieren. A verursacht B. Und nach dem Prinzip sind die ganzen Lernregeln im Gehirn aufgebaut. Also wenn Sie irgendwas lernen, ist es immer so, dass das, was dann da gebunden werden muss, im Gehirn zeitgleich gemacht wird. Und dann werden die Verbindungen zwischen den Repräsentanten dieser Inhalte werden verstärkt und hinfort ist es dann miteinander verbunden. So, weil die Zeit drängt, zeige ich Ihnen eigentlich nur so ein Bild. So sieht das aus, wenn Neuronen schwingen, wenn man da eine Gruppe davon ableitet mit einer Elektrode, kann man im Gehirn schmerzfrei tun, dann findet man diese gruppierten Entladungen, das nennt man eine Oszillation, weil es periodisch ist. Und jede dieser Nadeln, die steht halt für eine Nervenzelle, die jetzt in dem Fall mit anderen zeitgleich aktiv ist. Also die Idee wäre, wenn es Ihnen gelungen ist, das Pferd hier richtig rauszusegmentieren, dann würden Neuronen, die sich mit diesem Pferd befassen, mit den Merkmalen dieses Pferdes, aufgrund der Struktur, in die sie eingebettet sind, in dieser Struktur ist schon sehr viel Wissen über Figuren und Hintergründe und Pferde enthalten, dafür sorgen, dass die dann zeitgleich synchron entladen, aber unkorreliert mit den Entladungen von Neuronen, die für das andere Pferd da hinten kodieren. Und so kann das auseinandergehalten werden. Warum mache ich diesen langen Ausflug? Weil das zunächst mal eine rein neugiergetriebene Arbeit war. Man wollte versuchen rauszukriegen, wie Wahrnehmungen im Gehirn repräsentiert sind. Und stieß dabei auf diese zeitliche Bemusterung der neuronalen Aktivität und die Hypothese, dass es die zeitliche Bindung sein könnte oder die zeitliche Koinzidenz oder zeitliche Koordination, die diese Bindungsfunktion übernimmt von Inhalten. So, wenn man jetzt Medizin studiert hat, dann weiß man, dass es Erkrankungen gibt, wo diese Funktion sehr stark gestört ist. Und das ist zum Beispiel bei der Schizophrenie der Fall, ist auch beim Autismus der Fall. Diese Patienten binden Inhalte, die der Gesunde getrennt hält und vermögen etwas zu binden, nicht zu binden, was der Gesunde ganz einfach binden wird. Man muss dabei wissen, also das Hauptproblem bei der Schizophrenie sind nicht die Halluzinationen und diese produktiven Symptome, sondern das sind die kognitiven Defizite, an denen diese Patienten leiden. Und das andere scheinen kompensatorische Mechanismen zu sein. Die sind bis jetzt überhaupt nicht therapierbar. Und man hat da auch keine rechte Vorstellung, worauf diese Defizite beruhen könnten. Wenn man jetzt aber aus der Grundlagenforschung weiß, nach welchen Mechanismen vermutlich das Binden und Getrennthalten im Gehirn funktioniert, nämlich nach zeitlichen in der Zeit kodiert wird, was zusammengehört, dann kann man nachschauen. Und das macht man dann zum Beispiel so. Dass man mit der Magnetoenzephalographie oder mit der Elektroenzephalographie von vielen Bereichen des Gehirns gleichzeitig Aktivitäten aufpickt. Das sind hier lauter diese grünen Fleckchen, die stehen für Magnetosensoren, die Magnetfelder messen, die entstehen, wenn neuronale Aktivität erzeugt wird. Und dann zeigt man den Probanden solche Bilder, die, um interpretierbar zu sein, sehr viel Vorwissen erfordern. Sie müssen schon wissen, dass es sich um Gesichter handelt und wie Gesichter strukturiert sind. Und dann kann man die deformieren und verändern oder auf den Kopf stellen. Probanden müssen nur sagen, Gesicht oder nicht Gesicht. Ganz einfache Aufgabe. Was wichtig ist, wenn man damit Patienten untersucht. Und dann findet man, während die sich mit solchen Aufgaben befassen, natürlich Aktivität in Bereichen des Gehirns, die sich mit dem Sehen befassen. Und nun kann man, wenn man die Hypothese im Kopf hat, und nur dann käme man auf die Idee, nachzuschauen, ob die zeitlich strukturierten Antworten, die man von diesen verschiedenen Orten bekommt, miteinander zeitlich koordiniert sind, sprich synchron sind
Und wie gut diese Synchronizität ist, das kann man messen, kann man quantifizieren. Und dann macht man das an gesunden Probanden und macht den gleichen Test an Patienten und findet, dass bei gesunden Probanden, nachdem dieses Muster gezeigt worden ist und die jetzt erkennen müssen, sollen und antworten, sich über bestimmten Hirnregionen synchrone Oszillationsmuster ausbilden. In einem Frequenzbereich von 30 bis 40 Hertz, also hier ist die Frequenz aufgetragen, und auf dieser Skala ist die Präzision der Synchronisation aufgetragen, also je röter, umso präziser. Und im Vergleich dazu sieht man bei Patienten, dass das alles viel, viel schlechter ist. Die können diese synchronen Muster nicht halten. Die können über größere Entfernungen hin nicht synchronisieren. Das kommt zunächst mal als Überraschung. Schön daran ist, dass diese Unfähigkeit zu synchronisieren sehr, sehr gut korreliert mit der Schwere der Erkrankung, mit der Schwere der Symptome, die unabhängig davon von einweisenden Medizinern gestellt werden oder quantifiziert werden. Und dann kann man, wenn man Synchronisationsmuster misst, natürlich auch rückrechnen auf die Topologie von Orten, die miteinander synchron sind. Und da sehen Sie in der normalen Versuchsperson, bei Kontrollen, dass selbst mit dieser ganz einfachen Wahrnehmungsaufgabe, ist das ein Gesicht oder nicht, sehr viele verschiedene, hier ist die Nase, hier sind die Ohren, Hirnrindenregionen mit diesen schwarzen Strichen miteinander verbunden sind. Das heißt, die synchronisieren hier mit ganz hoher Präzision, wobei sich die Synchronisationsmuster in der Zeit verändern. Das ist nach 200 bis 300 Millisekunden und das nach 300 bis 400 Millisekunden. Viel, viel weniger bei der gleichen Schwelleneinstellung bei diesen Patienten. Damit hat man einen pathophysiologischen Mechanismus erkannt, an den man niemals gedacht hätte, hätte man nicht vorher diese Grundlagengeschichten untersucht. Und weil man nun aus einer Fülle von Tierversuchen sehr genau die Mechanismen kennt, die dieser oszillatorischen Modulation der Neuronen zugrunde liegen, A, und B, die dafür sorgen, dass Neuronen, die oszillieren können, über weite Entfernungen hinweg präzise synchronisiert werden können, hat man jetzt einen Suchraum, in dem man gucken kann, ob bei den schizophrenen Patienten vielleicht genetische Veränderungen vorliegen, die genau die Entwicklung dieser Mechanismen betreffen könnten. Und das hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und es gibt jetzt ein paar robuste Hypothesen, was da fehlgelaufen sein könnte. Außerdem hat sich über diese Analysemethode herausgestellt, das war jetzt getrieben durch klinische Evidenz, dass die Schizophrenie in der Regel in der späten Pubertät ausbricht, zumindest dann klinisch relevant wird. Und da fragt man sich natürlich, was passiert denn eigentlich mit diesen Synchronisationsmustern in der Entwicklung von Menschenkindern? Und wir haben dann Populationen von Kindern von 6 Jahren bis 21, immer noch Kinder, untersucht und genau dieselbe Untersuchung gemacht und solche Graphen erstellt. Und da zeigt sich, dass das zunächst bis in die geraume Zeit nach Beginn der Pubertät immer besser wird. Die Synchronisationen werden besser, werden präziser, die Frequenzen werden höher und dann plötzlich in der späten Adoleszenz bricht dieses wunderbare Muster total zusammen. Das schaut fast so schlecht aus wie hier bei den Patienten. Und restrukturiert sich dann innerhalb von 2, 3 Jahren und erzeugt dann das Muster, das Erwachsene kennzeichnet. Also sowas wird fokaler, wird präziser. Und so kommt man über diesen Weg zum Beispiel zu der Erkenntnis, ja, die Hirnentwicklung, die hat nochmal eine ganz kritische Phase zu durchlaufen in der späten Adoleszenz, dort, wo die Menschenkinder sozialisiert werden, wo sie eingebunden werden in die Gesellschaft. Da werden nochmal Verschaltungsänderungen vorgenommen in diesem System. Das wird nochmal fragilisiert. Und just in dieser Zeit geht offenbar was schief bei denen, die dann an der Schizophrenie erkranken. Beim Autismus gibt es ähnliche Befunde, bloß setzt das sehr viel früher ein. Ich
ja, ich komme zum Ende. Ich will Ihnen bloß noch ein Beispiel geben, das mich immer wieder verblüfft und zeigt, wie konstruktivistisch unsere Wahrnehmung ist. Und daraus ließe sich wieder ein ganzer Abend gestalten. Aber ich mache es jetzt nur mal so. Ein Beispiel für die Konstruktion von Wahrnehmung. Ich habe jetzt oft schon gesagt, was wir wahrnehmen, ist nicht das, was tatsächlich physikalisch auf unseren Sensoren passiert, sondern das ist das, was wir über Interpretation daraus schlussfolgern. Und ein sehr interessantes Beispiel finde ich, dieses da, ja, ist leidlich gut, kommt das rüber, hier ist es noch viel schöner. Ich behaupte, diese Fläche ist genauso hell oder dunkel wie die da. Das erscheint Ihnen jetzt zunächst nicht sehr plausibel, aber ich behaupte, von hier aus kommen genauso viele Photonen in das Netzhaut Ihres Auges wie von da. Und ich kann Ihnen zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist, indem ich jetzt einfach ein bisschen den Kontext wegnehme. Ich tue nichts anderes, als diese Balken da reinlegen. Ich ändere nichts an A und B. So. Warum ist das so? Das kann man sich in dem Fall sehr gut erklären, weil man schon genug über das Sehsystem weiß. Das System als Ganzes, das sieht natürlich diese ganze Konstellation hier mit dieser Säule, die in Schatten wirft. Die Lichtquelle ist irgendwo da hinten. Und jetzt rechnet Ihr System, oder ich soll anders anfangen, Ihr System bekommt von B und von A genau die gleiche Zahl von Photonen pro Quadratmillimeter. Das sieht aber gleichzeitig diesen Schatten und sagt sich jetzt, ja, also wenn von B genauso viele Photonen kommen wie von A und da ein Schatten drüber liegt, dann muss es ja eigentlich heller sein und rechnet Ihnen das B hell. Und was es Ihnen präsentiert, ist das Ergebnis einer ganz komplizierten Berechnung, die auf Vorannahmen beruht, von denen Sie keine Ahnung haben, die Ihnen aber so einen Wahrnehmungseindruck vermittelt. Und Sie würden mit jedem wetten und sicher sein, Sie würden die Wette gewinnen, dass B heller ist als A. Und das ist jetzt nur ein Spezialfall, den man leicht darstellen kann. Aber Sie müssen davon ausgehen, dass es mit allem und jedem so ist. Jedes gehörte Wort, jede Interpretation von irgendetwas ist die Folge eines komplizierten Rechenprozesses, der auf Vorwissen, auf Vorahnungen, auf Hypothesen beruht und Ihnen aber als nicht hinterfragbare Evidenz oder evidente Wahrnehmung präsentiert wird von Ihrem eigenen Gehirn. Das ist nicht so schlimm bei solchen Sachen, aber es ist, weil wir da alle die gleichen Vorannahmen im Kopf haben und alle das Gleiche sehen. Aber es wird richtig schlimm, wenn man daran denkt, dass natürlich auch die Wahrnehmung sozialer Realitäten, also irgendeiner Konstellation, abhängig ist von den Vorannahmen, die im Gehirn gespeichert sind, über wie solche Situationen auszusehen haben. Und die sind nun unglücklicherweise oder glücklicherweise kulturspezifisch, weil die auf Vorwissen beruhen, das nach der Geburt erst eingespeichert worden ist. Das Vorwissen hier ist genetisch drin. Die Affen fallen auf die gleiche Illusion rein, das kann man nachweisen. Aber wenn Wahrnehmungen von sozialen Realitäten abhängig sind von der kulturellen Prägung, einem aber genauso evident erscheinen wie diese Wahrnehmung, das ist auch wieder ein inferentieller Prozess, von dessen Mechanismus man gar nicht spürt, der einem eine Wahrnehmung präsentiert, dann ist unvermeidlich, dass wenn zwei sehr unterschiedlich sozialisierte Beobachter ein Ereignis sehen, das kann jetzt ein kulturelles Ereignis sein, ein soziales Ereignis, aber es kann möglicherweise sogar ein unbelebtes Ereignis sein, zu völlig anderen Schlussfolgerungen kommen darüber, was das eigentlich ist und anfangen sich zu streiten und Konflikte zu erzeugen. Nur gibt es dann in dem Fall keine Möglichkeit nachzumessen. Es gibt keinen objektiven Richter in dem Fall. Es gibt nur andere. Es gibt Mehrheiten und Minderheiten. Und dann wird es gefährlich. Und ich denke, dass wir im Anblick solcher oder im Bewusstsein solcher, dieser konstruktivistischen Natur der Wahrnehmung, wirklich unsere Toleranzbegriffe hinterfragen müssen. Denn im Augenblick machen wir das so, dass wir sagen, naja, die Welt ist so, wie wir die Mehrheit das sehen,
Und die anderen sehen es halt ein bisschen falsch. Aber solange sie uns nichts tun, macht das nichts. Wir haben Recht. Das geht natürlich nicht. Man müsste eigentlich eine Stufe höher gehen und sagen, für jeden ist das, was er wahrnimmt, seine Wahrheit und damit ist sie zu schützen und sie ist für ihn nicht hinterfragbar. Was nur geahndet werden kann, ist, wenn das Reziprozitätsverhältnis nicht gewahrt wird. Also wenn die nicht beide sich gegenseitig das zubilligen. Aber ich glaube, wir sind von diesem Zustand weit entfernt. Und da sehen Sie, dass so ganz simple Sachen aus der Wahrnehmungsphysiologie sehr schnell Konsequenzen haben für das menschliche Selbstverständnis und unser Selbstbild. Ich höre jetzt auf, obwohl ich noch viel Zeit habe selber. Ich will Ihnen nur ein paar Perspektiven eröffnen, ohne dass ich da jetzt weiter drauf eingehen möchte. Es gibt noch ein Problem, das wir mit unserem Gehirn haben. Sie haben schon gesehen, wie unglaublich komplex dieses System ist. Und die Komplexität, mit der wir da konfrontiert sind und vor allen Dingen die Dynamik, die auf dieser Komplexität beruht, in der die ganzen Rechenoperationen stattfinden, das erzeugt einen Raum, in dem gerechnet wird, in dem kodiert wird. Wir sprechen da von einem hochdimensionalen dynamischen Zustandsraum. Das ist ein ziemlich abstraktes Ding, das sich auch wieder keiner vorstellen kann, weil wir nicht in hochdimensionalen Systemen denken können. Für uns ist die Welt, das hat die drei kartesianischen Koordinaten und die Zeit. Aber hier sprechen wir von Dimensionalitäten, ja, im Bereich von Millionen wahrscheinlich. Also man kann sich einen millionendimensionalen Raum einfach nicht vorstellen. Aber es sieht alles danach aus, als würde im Gehirn in diesen hochdimensionalen Räumen gerechnet. Hier hat also die Evolution ein System erfunden, das sich Rechenalgorithmen bedient, die erstens mal sehr viel raffinierter sind als das, was wir in unseren gängigen Rechnern hier kennen, das uns aber noch völlig unfassbar ist, noch nicht erforscht ist. Wir wissen nur, das wird wahrscheinlich so sein. Und von dem wir intuitiv nicht die geringste Ahnung haben. Und das ist ein interessantes Phänomen, dass wir nicht in der Lage sind, durch Introspektion, Augen zu machen, nachdenken, wie es da drin eigentlich zugeht, uns vorstellen können, wie es da tatsächlich zugeht. Dass da etwas wirkt, was unser Vorstellungsvermögen massiv überfordert. Und wir halt auch noch leider noch sehr wenig davon verstanden haben, weshalb die großen psychiatrischen Erkrankungen alle nicht verstanden sind. Und wir seit 50 Jahren keine neuen Therapiemöglichkeiten haben. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Was wir in der Psychiatrie anwenden zurzeit, vor allen Dingen in der Schizophrenie und ein bisschen besser bei der endogenen Depression, das sind zufällige Befunde, zufällige Entdeckungen gewesen, weil man irgendwie einen Nebeneffekt von einem Pharmakon gefunden hat. Und das ist jetzt kanonisch angewandt in unseren Kliniken. Warum? Weil wir nicht verstehen, was wirklich falsch ist und nicht zielgerichtet irgendwas dafür entwickeln können. Das Problem wird uns also noch lange beschäftigen. Naja. Ich zeige Ihnen noch schnell das hinsichtlich Transparenz. Ich hatte Ihnen jetzt gesagt, da oben passiert etwas in einem ganz hochdimensionalen, sehr komplexen Zustandsraum und wir würden gern verstehen, was da passiert. Weil wir auch die Vermutung haben, dass viele der psychiatrischen Erkrankungen, auf Fehlfunktionen auf diesem Niveau stattfinden, weshalb sie bis jetzt nicht greifbar waren. Um sowas verstehen zu können, muss man, das ist selbstverständlich fast, erklärt sich ja sich selbst, von sehr vielen Neuronen gleichzeitig Aktivität ableiten, während die Tiere, bei Menschen geht das halt nicht, weil ich nicht als Neugier einfach ein Loch bohren kann in den Schädel, während das Tier irgendwelche komplexen kognitiven Aufgaben löst. Ich muss das System ja auch in seiner Tiefe begreifen lernen. Und das macht man heutzutage weltweit an nichtmenschlichen Primaten. Und das sieht so aus, dass man das sind Makaken, das ist die Hanka, die versorgt die. Die haben, ich zeige Ihnen dann gleich, wie das aussieht, Sie sehen hier so eine Krone, die haben da was implantiert im Gehirn. Das wird mal irgendwann
am Anfang des Versuchs in Vollnarkose mit den gleichen Kartellen wie in der Klinik. Ich behaupte sogar, wir sind ein bisschen sorgfältiger als die Neurochirurgen. Also ich behaupte das mit Fug und Recht, ich kenne beides. Implantiert und dann bleiben diese Implantate 2-3 Jahre an dem Tier, ähnlich wie eine Hüftprothese oder sowas. Und man kann dann neuronale Aktivität ableiten, ohne dass das die Tiere stört. So sieht das dann aus, die sitzen dann im Stuhl und hier ist dieses Implantat. Da kann man Deckel abschrauben und da ist ein Stecker drunter. Und der Stecker, der führt Drähte zu einem zu einer Matrix von 30 oder 60 Elektroden. Das sind ganz, ganz feine, 50 Mikrometer, die sind so fein wie ein Pferdehaar, Pferdeschwanzhaar, feiner noch. Das sind glasisolierte Tungstendrähte oder Platin-Iridium-Drähte. Die kann man hier durchführen. Dann ist hier eine Membran in der Kammer drin. Die Kammer wird in ein Trepanationsloch gesteckt, da bohrt man den Knochen auf, also wie in der Neurochirurgie auch, befestigt das dann mit Knochenschrauben und Knochenzement. Und das ist hermetisch vom Gehirn abgetrennt durch eine Membran, die hier drin ist. Und das ist hier die harte Hirnhaut. Das wird alles belassen, nicht angerührt. Und man fährt dann nur die Elektroden, die natürlich steril sind, da rein. Und das geht beim wachen Tier ohne Schwierigkeiten, weil das Gehirn nicht schmerzempfindlich ist. Wenn Sie Kopfweh haben, sind das die Hirnhäute, aber nicht das Gehirn. Das Gehirn tut nicht weh. Das kann schwellen und dann tut es weh, weil es auf die Häute drückt, aber selber ist es schmerzunempfindlich. Das heißt, die Tiere können dann mit so einem Implantat ein paar Jahre leben und wir können jeden Tag, indem wir den Deckel abschrauben und da oben Stecker einstecken, die Aktivität von Nervenzellen registrieren, während die Tiere irgendwelche kognitiven Aufgaben lösen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie Videospiele. Die sitzen vor einem großen Monitor, auf dem erscheinen Muster, die werden hintereinander gezeigt und die Tiere müssen auf irgendeinen Punkt fixieren, haben Hebel, mit denen sie reagieren können und müssen dann zum Beispiel aus einer Sequenz von Bildern eins rauspicken, das sie schon kennen und das dann schnell beantworten. Also kann man sich beliebig viel ausdenken. Sie müssen die Aufmerksamkeit hier hinlenken und nur hier reagieren und nicht da. Und während Sie das tun, kann man die Aktivität von Nervenzellen ableiten und dann versuchen, und das geht heutzutage nur noch mit massivem Computeraufwand, wenn man diese zahllosen Aktivitätsmuster, die man da erhält, analysieren will, dann muss man das kann man mit dem bloßen Auge längst nicht mehr machen. Und dann versucht man halt, den Code zu entschlüsseln, nachdem das da drin funktioniert. Und der einzige Weg, da weiterzukommen, ist im Augenblick die Arbeit mit diesen wachen Primaten. Man kann das auch mit Mäusen machen, da kann man sehr viel mehr genetische Manipulationen vornehmen, das hat auch seinen Vorteil. Aber wenn man die Gehirne von Mäusen und die Gehirne von Primaten miteinander vergleicht, findet man halt so viele Unterschiede, weil die Evolution halt doch ziemlich viel Zeit hatte, da noch ein bisschen was dazu zu erfinden, dass man da nicht eins zu eins übertragen kann, vor allen Dingen was höhere kognitive Leistungen anlangt. Was die Funktion von einzelnen kleinen Nervenschaltkreisen anlangt, das ist eins zu eins übertragbar, aber wenn es um das Zusammenspiel von verschiedenen Funktionen geht, dann braucht man ein differenziertes Gehirn. Man kann das heutzutage am Menschen begrenzt machen, weil es 30% der epileptischen Anfälle oder 30% der Patienten, die an epileptischen Anfällen leiden, sind pharmakoresistent. Die lassen sich mit Pharmaka nicht therapieren. Und da versucht man im Hirn den Ort zu finden, von dem der Krampf ausgeht, den Fokus, und nimmt den dann chirurgisch raus. Und das führt oft zur Heilung. Nur muss man den vorher finden. Und das geht nur dann, wenn man bei diesen Patienten genau das macht, was wir hier auch machen. Die kriegen chronisch implantiert Matrizen von Elektroden, die man über die Großhirnrinde legt, großflächig und dann auch noch tiefen Elektroden in bestimmten suszeptiblen Bereichen. Und dann, das wird also in einem neurochirurgischen Eingriff gemacht, und dann bleiben die Patienten 3-4 Wochen in der Klinik, sitzen in ihrem Bett, haben da so einen Kabelbaum an einem Stecker und werden kontinuierlich registriert, wie wenn man Langzeit-EKG macht. Und man wartet auf den Krampf.
den man natürlich sofort kopiert, wenn er kommt, also man lässt ihn nicht auskrampfen, um rauszukriegen, wo der herkam, an welcher Stelle. Und das kann man nur so lokalisieren mit elektrophysiologischen Methoden. Und während die Patienten da sitzen und warten, denen fehlt ja sonst nichts, kann man einen Teil der Experimente, die man mit den Primaten macht, auch im Krankenbett machen. Die kriegen dann den gleichen PC hingestellt mit den gleichen Aufgaben. Das ist natürlich viel einfacher, die muss man nicht lang trainieren, das erklärt man einmal, dann haben sie es. Und kann dann zum Teil das bestätigen, was man im Tierversuch als Hypothesen formuliert hat. Problem dabei, wir können natürlich dem Neurochirurgen nicht sagen, wo wir die Elektroden haben wollen. Der muss die da hinsetzen, wo das Krankheitsbild das erfordert, sodass man sehr schwer reproduzierbare Daten bekommt in solchen Fällen. Aber es ist immerhin ein Ansatz, um diese Brücke vom Tier zum Menschen schlagen zu können. Und jetzt höre ich auf und über den freien Willen können wir diskutieren, aber ich rede nicht drüber. Vielen Dank. We have time for a few questions and then we'll head outside. Und darauf sind Sie überhaupt nicht eingegangen. Wie man das bei diesen vielen Erkrankungen nachweisen kann, dass er einwirkungsfähig ist. Ja, ist ein Riesenproblem. Wir haben gerade, ich habe das angestoßen, in der Leopoldina, noch so ein Weißbuch. Das erste von der Max-Planck-Gesellschaft geht mehr über Tierversuche. Das zweite geht über das, was wir Menschenversuche nennen. Ihnen ist sicher nicht verborgen geblieben, dass man bei der Therapie der Parkinson'schen Erkrankung Elektroden ins Gehirn implantiert, ganz ähnlich wie das hier, die beim Menschen verbleiben und mit dem Schrittmacher verbunden sind und die können das an- und abschalten und können damit ihren Tremor und ihre Bewegungsstörung einigermaßen in den Griff kriegen. Und da hat man gefunden, dass wenn die Elektroden nicht gut platziert waren oder man verschiedene Orte ausprobiert hat, dass das natürlich auch Effekte auf Gestimmtheiten hat, auf die Psyche hat, auf die, ja, das wusste man auch schon von früher, dass es Zentren im Gehirn gibt, wenn man da reizt, dann fühlt man sich furchtbar aggressiv oder das ist sehr angenehm. Und hat nun angefangen, das zu wiederholen, was in der Psychochirurgie schon mal versucht worden ist, damals durch Zerstörung von Hirnstrukturen, Zwangserkrankungen zu behandeln, Homosexualität zu behandeln. Damals dachte man noch, man muss das behandeln. Depressionen zu behandeln. Jetzt, weil dieses Stimulationsverfahren angeblich reversibel ist, also man hofft, dass wenn man den Strom wieder ausschaltet, dass alles so ist wie vorher, ist wahrscheinlich nicht zutreffend, weil das Gehirn inzwischen durch diese Aktivitätsmuster gelernt hat, wird immer mehr Psychochirurgie getrieben oder Tiefenhirnstimulation bei psychiatrischen Erkrankungen, sollte ich sagen. Und weil das kein Medikament ist, sondern ein Heilverfahren, unterliegt das nicht den Kautelen, die man erfüllen muss, wenn man ein neues Pharmakon in die Welt bringen will. Da muss man nämlich drei verschiedene Phasen der klinischen Testung durchlaufen und eine Ethikkommission zum Schluss fragen. Hier nicht. Und jetzt komme ich zurück auf Ihren Punkt. Weil dort, weil es ein Heilverfahren ist, es genügt, dass der Therapeut und der Patient sich einig sind. Wenn also ein Patient mit ungeheurem Leidensdruck, weil alles andere bis jetzt nicht gefruchtet hat, jemanden findet, der ihm sagt, ich habe aber da was, wollen wir das nicht probieren? Und der Patient sagt ja, dann kann das gemacht werden. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das jetzt in großem Umfang gemacht wird, nicht meldepflichtig ist und in dieser Diade zwischen Chirurg und Psychiater und Patient, vielleicht Triade, darum probiert wird. Und wenn man schaut, wie viele verschiedene Stimulationsorte an verschiedenen Orten, Kliniken da ausgesucht werden, dann kriegt man große Bedenken hinsichtlich der theoretischen Begründung dessen, was da gemacht wird. Und Sie haben, also die Einwilligung alleine
ist wichtig, aber sie reicht bei weitem nicht aus, vor allen Dingen, wenn der, der einwilligen muss, schwer krank ist und auch das noch psychisch krank ist. Grauzone muss bearbeitet werden, braucht eine neue Gesetzgebung. Ich habe eine Frage zu diesem Bild und auch dem Schachbrett oder diese Muster, was Sie da gezeigt haben. Haben Sie ja gesagt, das ist vom Gehirn durch diesen Schatten bedingt, rechnet es um, wie es eigentlich sein müsste. Jetzt wissen wir aber, nachdem wir das von Ihnen gesehen haben, dass Sie ja beide gleich gefärbt sind, also der Grauton identisch ist. Kann man nicht irgendwann, akzeptiert das Gehirn irgendwann das, sondern es ist immer, fällt immer wieder drauf rein? Ja, ich habe das schon so oft gesehen und ich weiß so genau, warum das so ist, nützt überhaupt nichts. Oder falschen Einstellungen, sondern wir fallen immer wieder auf die Vorurteile rein. Also wenn es die Primärwahrnehmung betrifft, natürlich lassen sie sich durch Argumente in der Einschätzung einer Situation belehren. Wenn die Primärwahrnehmung auch von Ihnen selber unterschiedlich gedeutet werden kann. Also in dem Fall ist es halt wirklich die primäre Wahrnehmung, die ungefilterte. Anders ist es bei irgendwelchen Vereinbarungen, die wir untereinander machen, da kann man dann drüber diskutieren. Und Sie können Ihre Meinung ändern. Aber Ihre Wahrnehmung, ob Sie die ändern können, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Sie hatten ja das irgendwann mal erwähnt, dass wenn das Gehirn einen Zustand B hat, der zwangsläufig aus A entsteht und auch so erklärbar ist, also halt einfach determiniert ist. Infolgedessen verstehe ich Ihren Titel nicht ganz von dem Vortrag. Sie hatten gesagt, wissen wollen als moralische Verpflichtung. Also nach Ihrem deterministischen Modell verstehe ich weder wollen eigentlich noch moralisch noch Verpflichtung. Insofern hat mich der Titel einigermaßen überrascht und Sie hätten eigentlich gerne erklärt. Ja, Sie haben völlig recht. Das wird immer wieder vorgebracht, wenn man über die freie Willensfrage diskutiert. Tja, wenn das alles schon vorbestimmt ist und auf der Mechanik des Gehirns beruht, dann warum mache ich mir dann überhaupt noch moralische Sorgen? Dann kann auch kein Verbrecher bestraft werden und so weiter und so weiter. Was ja danach zu der Schlussfolgerung Anlass gegeben hat, wenn die Neurobiologen recht haben, ist Anarchie die Folge und das Abendland bricht zusammen. Das ist alles Unsinn. Das verkennt, was im Gehirn tatsächlich vor sich geht. Ich hatte vielleicht zu wenig betont, aber zum freien Willen bin ich ja nicht mehr gekommen, dass die dynamischen Prozesse hoch nicht linear sind. Das heißt, in so einem Fall sind zwei Aussagen, die scheinbar widersprüchlich sind, beide gültig. Einmal heißt es, der nächste Schritt, den das System geht, ist determiniert, kausal abhängig, den Naturgesetzen folgend, von der Ausgangsbedingung, die unmittelbar vorher geherrscht hat. Das erlaubt einem aber überhaupt nicht, vorauszusagen, was der fünfte oder sechste Schritt von hier sein wird, weil das System nicht linear ist. Also das würde nur gelten, wenn das System linear wäre und tickte wie ein Uhrwerk, in alle Zeiten determiniert. Weil es aber nicht linear ist, ist einfach eines dieser Wunder der nichtlinearen Dynamik, das ist so. Selbst wenn Sie alle Ausgangsbedingungen kennen und in dem System jeder Schritt, der zeitlich nicht kausal determiniert ist, können Sie trotzdem von am Anfang nicht voraussagen, was nach fünf Schritten passiert sein wird. Ist so. Und nachdem sich das Gehirn ja ständig ändert, seine eigene Architektur ja ändert, schon unter dem Eindruck dessen, was es erlebt die ganze Zeit, gibt es natürlich die Möglichkeit, durch Außeneinflüsse die Programmierung zu verändern, sodass das Gehirn das nächste Mal, bevor es zur Wahl geht, sich wissenschaftliche Texte reinzieht, um ethisch verantwortlich entscheiden zu können, wenn einem gesagt worden ist, dass man das tun muss. Wir sprechen ja unseren kleinen Kindern den freien Willen ab. Deshalb bestrafen wir sie ja auch nicht. Aber was tun wir? Wir verändern ihr Verhalten fortwährend, indem wir sie belohnen und bestrafen für das, was sie tun.
Und das Gehirn macht das selber auch. Das Gehirn hat Bewertungssysteme, die eigene internen Zustände als stimmig oder unstimmig erkennen. Und wenn die internen Zustände als unstimmig erkannt worden sind, dann führt das von sich aus, anfängt rumzuprobieren, um aus dieser Situation rauszukommen und wieder einen konsistenten Zustand zu kriegen. Also die Determiniertheit stellt nicht in Frage die Veränderbarkeit oder die Kreativität des Systems aufgrund seiner nichtlinearen, selbstorganisierenden Fähigkeiten. Deshalb werden Sie ja auch bestraft, wenn Sie was machen. Das wird Ihnen zugeschrieben, Sie waren es ja. Ja, wie hätten Sie es denn gern anders? Vom Zufall abhängig sein? Sondern? Wer ist dann der, der in Ihrem Gehirn bestimmt, was Sie als Ihr Nächstes tun sollen? Ein immaterieller Wille, der irgendwie parallel dazu existiert? Ich werde schnell knifflig. Okay, letzte Frage. Ja, ich habe gerade das Mikrofon, dementsprechend stelle ich die jetzt einfach mal. Herr Professor Singer, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich war, genau wie der Kollege, der die Frage vor mir gestellt hat, auch etwas überrascht von dem Titel, vielleicht bloß aber etwas auf eine andere Art und Weise. Eigentlich habe ich so viele Fragen, gerade über Ihren Wissensbegriff, den Sie am Anfang nur sehr kurz erläutern konnten. Aber Sie hatten gesagt, eine der Lösungen für das ethische Dilemma oder für eines der ethischen Dilemmata, den man als Wissenschaftler unterliegt, wäre aus seinem Labor rausgehen und, wie Sie es jetzt getan haben, einen solchen Vortrag zu halten. Aber ich frage mich, welcher Wissenschaftler hat eigentlich die Zeit dafür? Also was wir jeden Tag erleben, ist, dass Wissenschaftler viel mehr einem ökonomischen Druck unterliegen. Und zwar der Run hinter den Impact-Faktor-Punkten ist quasi täglich Thema in unserem Labor und wir müssen publizieren und das hat irgendwann auch seinen Preis. Also ich möchte jetzt nicht das Vertrauen in die Wissenschaft, das wir jetzt gerade so anderthalb Stunden lang aufgebaut haben, wieder etwas verringern, aber ich meine zum Beispiel die Anzahl an Zurücknahmen von wissenschaftlichen Artikeln ist mittlerweile so hoch, also in Deutschland zum Beispiel die Top 10 der Wissenschaftler, deren Artikel fast alle ihrer ganzen Karriere wieder zurückgenommen haben, weil sie entweder betrogen haben oder Fehler gemacht haben. Das sind nur 3 oder 4 kommen aus Deutschland und die Nummer 2 kommt aus Gießen. Und dementsprechend frage ich mich, was können wir eigentlich tun gegen diesen starken Druck, der sich eben nicht nur in der Finanzierung von mehr Leistung, sondern aber auch in gesetzten Anreizen, die es mittlerweile gibt, zum tatsächlich schlechter qualitativer wissenschaftlicher Arbeit und möglicherweise sogar der Förderung oder Anreizen für Betrug? Ja, das ist eine schrecklich wichtige Frage. Über die könnte man den ganzen Abend diskutieren und es wird ja auch überall gewälzt, dieses Problem. Wir sind ja alle todunglücklich damit. Ich kann nur in meiner eigenen Biografie zurückblicken. Ich bin ja schon ziemlich lange umeinander. Als ich angefangen habe, gab es alle diese Drucke nicht. Nichts von alledem. Es gab diesen Publikationsdruck nicht. Die Familie war klein, die haben sich fast alle gekannt. Wenn die sich gegenseitig arbeiten, begutachten mussten, dann war das freundlich und konstruktiv, weil man gerne wollte, dass das eine gute Arbeit wird. Nicht so wie heute, wo das versucht wird, ausgegrenzt zu werden, weil es kompetitive Konkurrenz ist. Ich glaube, wir müssen auf so vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Einmal im Selbstverständnis von allen Spielern in diesem Spiel. Es geht nicht um den Karriereegoismus in dem Geschäft, sondern um was anderes. Aber was will man machen, wenn man Familie hat und überleben muss in diesem Geschäft? Und es sind viel zu viele für viel zu wenig Positionen. Wenn Forschungsmittel nach irgendwelchen Metriken vergeben werden, die mit der unsinnigen Zählung von Impactpunkten zu tun hat, das sind alles Scheinidentifikatoren, die da aufgebaut worden sind über die letzten Jahrzehnte. Amerika hat uns da ganz schrecklich viel vorgemacht und wir haben das unkritisch übernommen. Ich glaube, es war früher besser hier. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen nicht sprengt. Ich bin sehr unzufrieden mit dem System.
Und das, was Sie erwähnt haben, diese bedauerlichen das Fehlverhalten, das kommt genau daher, dass die Leute unter einem unglaublichen Druck stehen, Sensationen publizieren zu müssen. Man beneidet fast so Leute wie Helmholtz im 19. Jahrhundert, die haben 6, 7 oder 10 Jahre geforscht, haben vielleicht ihr Leben sogar als Lehrer nur verdient oder Bibliothekar und dann haben sie ein Buch geschrieben und das lesen wir heute noch und nicht 45 Papers. Also ja, vielen Dank für die Frage. Ein extra Abend über die Probleme in der modernen, kompetitiven, globalisierten Wissenschaft, in der sich genau die gleichen kapitalistischen, unfairen Verhaltensweisen niederschlagen wie in der Wirtschaftswelt genauso. Ich glaube, es ist dasselbe.